Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Transkrautz am Samstag mit dem Jahr. Das heutige Thema meiner Woche 10 ist die Mastektomie, ist okay. Ja, da, wie man schon mitbekommen hat, hatte ich jetzt gerade erst vor 8 Tagen meine OP und kann von daher zumindest jetzt schon mal einen Teil bis kurz nach der OP berichten über: Wie ist das Langzeitglück ohne Brüste? Da müsst ihr euch, glaube ich, im Stand mit bis Sonntag gedulden, bis unser Chris Oliver dazu was sagen kann. Nun gut. Ja, also fange ich mal an. Wie alle anderen schon erwähnt haben, ist, glaube ich, die Mastektomie, glaube ich, die OP für alle Transmänner, die muss sein. Also, gut, wie gesagt, es gibt sicherlich einen anderen, der das auch über natürliche Transition und auch ohne OP ist und nichts irgendwie versuchen will. Aber ich glaube, das sind eher wenige. Genau. Bei mir war es schon sehr lange so, auch ohne, dass ich diesen Begriff Trans halt habe, dass ich eigentlich wollte, dass die Brüste halt weg sind. Und dass ich eigentlich eine Mastektomie wollte und auch überlegt habe, na, geht es nun auch ohne alles irgendwie, auf dem Zeitpunkt, wo ich mir noch nicht so sicher war mit dem Testosteron. Hatte dann aber eine Phase, wo ich dann doch Zweifel hatte wegen der Mastektomie, was mich sehr auch insgesamt in der Transition und zurückgeworfen hat, wo ich dann irgendwann tatsächlich so mir gedacht habe, ja, was ist, ich meine, du hast diese Körperteile oder dieses Körperteil ja schon ewig halt gehabt und wie ist das, wenn du dich zerfreust, dass es nicht mehr da ist, aber du überhaupt nicht mit dem Gefühl klarkommst, dass es nicht mehr da ist, so eine Art. Vielleicht sogar auch Phantomschmerzen hast oder irgendwie sowas, weil, ja. Und das hat mich doch sehr erschreckt und hat nochmal dazu geführt, dass ich auch nochmal einen Schritt zurückgegangen bin, damals. Nun, nachdem ich mich dazu durchringen konnte, kann ich, oder werde ich jetzt noch was dazu sagen, ja, wie das überhaupt finanziert wird. Krankenkassen sind es natürlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dieses Thema über ja, Krankenkassen und Kosten zu sagen, vielleicht irgendwelchen OP und so überhaupt als einzelnes Topic oder irgendwie was halt hier haben. Oder schon hatten. Auf jeden Fall, ihr braucht die Kosten zu sagen von der Krankenkasse. Ansonsten seid ihr Selbstzahler. Das ist auch möglich. Macht aber nicht jeder Chirurg, soweit ich weiß. Die Chirurgin, bei der ich war, die Frau Dr. Müller-Wittig, die macht es. Da kostet es dann so um die 4.000 bis 5.000 Euro. Genau. Wenn ihr Selbstzahler seid, also sie verlangt auf jeden Fall dann auch noch von Therapeuten ein Schreibnis, dass es wirklich safe ist mit der Transsexualität und so weiter und so fort. Und ich schätze mal noch die Gutachten von der Vornamensänderung, die man ja noch hat. Gut. Für die Kostenzusage von der Krankenkasse muss man natürlich erstmal einen Antrag gestellt haben. Es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, die man auf jeden Fall erfüllt haben muss. Es ist 6 Monate Testosteron genommen haben. 18 Monate Therapie. Es gibt in einigen Foren schon so quasi fertige Anschreiben, wo auch drin steht, was man alles braucht, Chromosomentest und so weiter, was noch eingereicht werden muss. Ich empfehle allerdings, den zuständigen Sacharbeiter zu kontaktieren bei eurer Krankenkasse. Das habe ich nämlich auch gemacht. Und es ist darauf hinausgelaufen, dass ich nur einen Bruchteil von dem brauchte, was ich halt gedacht habe, was ich einreichen müsste. Also die haben noch nicht mehr den Chromosomentest, nichts von mir gewollt, keine Lebensläufe, kein gar nichts eigentlich. Ich selber hatte keine Vorstellung beim MDK, die Gutachten sind einfach so zum MDK durchgereicht worden und binnen kürzester Zeit hatte ich dann halt das okay. Also ich weiß, es läuft in vielen Fällen anders, aber es kann halt eben doch so flott und ohne großen Aufwand laufen. Also das ist für mich. Das ist so, dass eigentlich die Krankenkasse nur den Weg bis zur nächsten Klinik halt bezahlen. Also wenn ihr euch jetzt irgendwie, so wie ich, aus Baden-Württemberg dazu entschließt, nach Hamburg zu gehen, dann bezahlt ihr die Fahrtkosten selber. Das ist leider so. Zu den Chirurgen, wie gesagt, es gibt Chirurgen, die machen auch Selbstzahler, manche halt eben nicht. Die Leute sind auch sehr unterschiedlich, wie lange sie einen zum Beispiel im Krankenhaus behalten. Also bei mir war es jetzt, also sie hätten die auch schon nach 3 Tagen entlassen. Ich habe dann aber selber gesagt, erst am 4., weil ich die Rückfahrt nicht so schnell organisiert bekommen habe. Manche machen auch wirklich nur die OP ambulant und lassen einen dann irgendwie in Hostel zum Kollegen oder was weiß ich. Ich glaube, der schafft noch das zum Beispiel so. Manche behalten einen aber auch länger da.
Die meisten, die ich kenne, also wo ich mich überhaupt informiert habe, haben eigentlich alle Methoden gemacht, ob das jetzt diese die großen Schnitte waren oder halt die kleinen. Bei mir kam nur die große Schnittführung in Frage, nicht diese Keyhole inzwischen. Ich weiß gar nicht, wie nur das auf Deutsch halt heißt. Naja, auf jeden Fall, wo es halt eigentlich nur darum geht, alles über die Brustwarze rauszuholen wieder. Mehr oder weniger zuzumachen mit vielleicht noch einer Verkleinerung von ja, ich hatte halt B, einige machen das noch mit B, aber dazu muss man echt ein super Top-Bindegewebe haben, da darf nichts hängen, aber auch wirklich nichts, und das war halt bei mir auch nicht der Fall. Also das Problem ist da vor allen Dingen halt auch die überstehende oder zu viel Haut, wo man halt nachher nicht weiß, wohin damit. Wenn man also irgendwie zwischen A und B halt liegt und das alles hübsch straff ist, dann steht dem eigentlich nichts entgegen. Es sind halt weniger Narben. Also ich meine, bei mir sind jetzt die Narben einmal Brustwarze und einmal hier unten rum. Ich werde auch noch zwei Videos von meinem eigenen Channel verlinken, wo ich schon ein bisschen was darüber erzählt habe. Und im einen ist auch ein Foto zum Ende drin, wie es aktuell aussieht. Oder vor ein paar Tagen zumindest aussah. Ja, also ich finde die Heilungsphase, gerade nach der Mastektomie, geht auch relativ flott. Also klar, ist erst vor allem alles grün und blau. Aber ich bin sehr überrascht, wie gut sich das schon verteilt halt hat. Schmerzen geht wirklich, also auch direkt nach der OP ist man auch gut auf Schmerzmittel. Und man kann sich ja auch immer im Krankenhaus was dazu holen, wenn man merkt, und Schmerzen aushalten ist sowieso keine gute Idee. Nicht bei sowas. Ja, aber ich muss auch sagen, es hat sich echt relativ schnell gegeben. Also ich finde, dass man halt eingeschränkt ist in Bewegung, wie man halt dran kann, dass dass man halt so unselbstständig insgesamt halt eben ist, und was für mich ein großes Problem ist, dass ich halt nur noch auf dem Rücken schlafen kann in den nächsten Wochen. Das fand ich insgesamt, als finde ich eigentlich störender. Also die Schmerzen, ich habe nämlich überhaupt gar keine Schmerzmittel mehr seit jetzt 2, 3 Tagen. Und es geht alles echt gut. Klar, es zieht mal zwischendurch, aber nun. Körpergefühl im Allgemeinen. Also klar, es ist, ich habe mich sehr darüber gefreut. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für mich auch noch nicht so ganz real. Also ich meine, ich habe es jetzt auch erst seit etwas über einer Woche. Und freut mich damit immer noch, oder versucht es auch immer noch klar zu kriegen, dass da wirklich halt nichts ist. Aber für mich ist es aktuell noch nicht so, die tolle Männerbrust, sondern irgendwie eher, oh je, Achtung, aufpassen, Wunde. Also ich kann mich da jetzt noch nicht so immens drauf freuen. Oder ich tummel nicht die ganze Zeit rum, mehr oder weniger, denke, ja, meine Brust. Weil ist noch gar nicht so für mich überhaupt in meinem Kopf halt eben präsent. Und es macht total einen Eindruck. Also ich bin im Spiegel oder so, wenn man das wirklich so sieht, so, oder man muss halt nur so eine Bandage tragen, dass die ganze Haut gut angedrückt wird. Und alles halt so sieht es halt schon, so dass dieses Spiegelbild kennt man nicht, das muss man erstmal einsortieren. Und ja, es braucht schon tatsächlich seine Zeit, das ist nicht nur eine Heilungsphase, egal wie sehr man sich gefreut hat oder so. Man muss auch echt tatsächlich erstmal mit dem neuen Körper ja, sich anfreunden, trotz aller Freuden. Aber alles in allem hat sich total gelohnt. Ich denke, soweit habe ich jetzt alles erzählt, was mir so eingefallen ist. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Ja, bis nächste Woche dann. Ciao.